Ja, es ist das Duell alte Nummer 1 gegen die neue Nummer 1. Welche Qualitäten hat denn Frankreich? Frankreich hat viele Qualitäten, individuell, aber vor allen Dingen auch als Mannschaft, weil sie haben zum einen eine starke Defensive, wo wirklich alle Spieler für diese Defensive mitarbeiten und viele zweikampfstarke Spieler. Und darüber hinaus bereiten sie eigentlich so geschickt durch gewonnene Zweikämpfe, Balleroberungen ihre Stärke nach vorne vor, weil sie haben dann auch Spieler, die 1 gegen 1 gut sind und die wahnsinnig schnell sind. Also sie sind defensiv stark, aber auch im Konter brandgefährlich. Also ein schönes Spielchen, was da auf die deutsche Mannschaft zukommt. Auf jeden Fall irgendwie glaube ich, die größte Herausforderung, die es im Moment irgendwie geben kann für uns. Wir waren die Nummer 1, jetzt kommt die Nummer 1 der Welt und das auch völlig zu Recht, weil wir waren bei dem Turnier schon auch in allen Bereichen sehr, sehr stark. Ich glaube, das ist für uns auch ein guter Neubeginn, ein guter Neustart, gegen so eine Mannschaft zu spielen, wo wir wirklich auch mit der Art und Weise, wie wir spielen, auch einiges wieder gut machen können. Stichwort wiedergutmachen können. Wie kann und soll denn die Wiedergutmachung aussehen? In den letzten 2 Tagen haben wir versucht, viele verschiedene Dinge eben auch mal anzusprechen, in der sportlichen Analyse, eben auch in anderen Bereichen, im Auftreten der Mannschaft, mit der Identifikation mit der Nationalmannschaft. Das waren alles unterschiedliche Dinge. Wir haben mit den Spielern darüber gesprochen, ich als Trainer über die sportlichen Dinge. Was wir brauchen, glaube ich, eine bessere Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive. Wir waren bei der WM sehr, sehr konteranfällig, haben unsere offensive Spielweise nicht in diesem Maße so eben auch durchgebracht. Deswegen müssen wir uns in manche Spiele ein bisschen anpassen. Ich habe es gesagt bei der Pressekonferenz vor einer Woche. Das Risiko war sehr hoch und da muss aber auch alles stimmen. Jetzt müssen wir natürlich einen Schritt zurück und müssen auch wieder das eigene Tor auf Teufel komm raus verteidigen können. Jeder muss bereit sein, in der Defensive mitzuarbeiten, damit wir wieder mal eine Stabilität bekommen. Aber wie wollen Sie die Stabilität schaffen? Sie haben keinen klassischen Sechser im Kader. Ich habe gestern mal nachgeguckt und habe ich überlegt, so der klassische Sechser, wie man ihn früher kannte, der ist nicht mehr dabei. Ja, glaube ich, dass wir schon auch ein paar Überlegungen angestellt haben. Wir werden schon einen da finden, der die Aufgabe gut macht. Es kann aber nicht nur einer sein, sondern alle Mittelfeldspieler, auch die, die offensiv sind, die müssen ganz einfach auch in der Defensive mitarbeiten, die müssen umschalten. Wenn ich ans erste Spiel denke gegen Mexiko, dann haben wir auch wahnsinnig langsam umgeschaltet nach Ballverlust und sind irgendwie so ein bisschen behäbig zurück. Wenn alle Spieler einfach auch das im Kopf haben, schnelles Umschalten, Räume schließen, hinter den Ball, dann haben wir eigentlich einen starken Verbund. Dann können wir vielleicht auch Passwege zumachen, Räume schließen. Und das ist das Wichtige, dass die ganze Mannschaft daran arbeitet. Und ein Sechster kann alleine die Probleme eh nicht lösen. Kimmich wäre eine denkbare Lösung, könnte auch ein anderer Spieler sein: Toni Kroos, Goretzka, Ilkay Gündogan. Sie waren sehr selbstkritisch letzte Woche, das fand ich sehr beeindruckend, haben aber auch viel von der Mannschaft weggenommen. Hätten Sie mehr die Mannschaft kritisieren müssen, mehr in die Pflicht nehmen müssen, statt die Selbstanklage an sich so deutlich zu machen? Selbstanklage. Also ich war nach der WM und nach unserer Analyse, wo wir wirklich auch hart mit uns ins Gericht gingen, war ich schon auch der Meinung, ich hätte die Mannschaft können im taktischen Bereich ein bisschen mehr zurückholen und die Stabilität mehr in den Vordergrund stellen und nicht dieses Risiko gehen. Ich fand auch, wir alle nach dem Weltmeistertitel und 4 Jahren an der Spitze haben wir es nicht geschafft, dieses riesengroße Feuer und diese unendliche Leidenschaft herzustellen. Ja, das sind schon mit meine Aufgaben als Trainer. Also von daher habe ich kein Problem damit, auch nicht öffentlich mal zu sagen, okay, das hätte auch ich besser machen können. Intern ist klar, muss man natürlich auch die Spieler ein Stück weit in die Pflicht nehmen. Wir haben jetzt über manche Dinge gesprochen und deswegen erwarte ich von den Spielern natürlich jetzt auch eine Reaktion und ein Umdenken in manchen Bereichen und auch logischerweise wird er eine bessere Leistung. Sie haben eben bei der Pressekonferenz von Druck gesprochen, klar, aber ist der so groß wie nie? Immer wieder als Nationaltrainer steht man irgendwie immer unter besonderer Beobachtung. Man muss liefern, man muss Ergebnisse liefern. Also ich weiß, dass es so ist, aber ich habe damit kein Problem. Also ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Natürlich weiß ich, man müsse viel anders auftreten, besser spielen, keine Frage. Aber jetzt mit Druck umgehen, damit habe ich irgendwie kein Problem. Ich bin schon zu lange dabei und ich bin nach wie vor genauso motiviert wie am Anfang und müsse die Dinge jetzt besser machen. Aber ich kann das schon auch ganz gut handeln.
Heißt Begeisterung, Leidenschaft, damit kriegt man die Fans schon wieder auf die Seite? Ja, mit Einsatz, mit Freude, mit auch Spaß am Spiel und mit natürlich auch Zweikampfstärke, mit Ballgewinnen, mit einem guten Verteidigen, mit einem schnellen Umschalten, mit dem Zug zum Tor. Das sind Dinge, mit denen man die Fans irgendwie auf seine Seite kriegt. Und das brauchen wir schon morgen. Dankeschön.